Wie man so ein Band macht, zeige ich euch heute. Man benötigt dafür den Rainbow Loom, das ganze Stickbrett, dann den Haken, der eben mit dem Stickbrett mitgeliefert wird, eine Verschlussöse, eine dünne Häkelnadel und Perlen. Schwarze und orangefarbene Gummiringe. Die Perlen habe ich bereits vorbereitet. Das geht wie folgt. Mit der dünnen Häkelnadel steche ich in die Perle ein, lege ans Ende auf den Haken zwei Gummiringe und ziehe sie so weit durch, dass an beiden Seiten noch die Schlaufen zu sehen sind. Das gehört zur Vorbereitung. Das mache ich mit allen Perlen. Nun stecken wir oder ziehen wir die schwarzen Gummiringe über die Zapfen. Wir beginnen vorne beim Pfeil in der Mitte und ziehen nach rechts. Und dann steht es auf den Zapfen, den ich zuletzt umspannt habe, wieder die erste Spannung legen und einen Zapfen weiterführen. Ich verwende hier zwei Gummiringe, da die Perlen sehr groß sind und mit nur einem Gummiring würde das Armband dann nicht fest genug werden. Und so spanne ich eben diese Ringe, bis ich rechts den vorletzten Zapfen umspannt habe. Dieser letzte Zapfen hier bleibt unbespannt. Als Abschluss führe ich hier vom vorletzten Zapfen den Gummi zum letzten Zapfen in der Mitte. Dann beginne ich wieder von vorne und arbeite nun nach links. Also jetzt wird zuvor die rechte, wo die rechte Seite bespannt wurde, bespanne ich jetzt die linke Seite auf die gleiche Weise. Wie ihr seht, halte ich den Loom in den Händen. Das geht mir so einfacher. Das kann aber jeder für sich selbst entscheiden. Meist befinden sie sich fest am Tisch. Aber zum Bespannen mag ich es so besser. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Wenn ich dann nachher die Perlen aufspanne, werde ich den Loom auch auf den Tisch legen, weil ich dort dann beide Hände zum Bespannen benötige. Und am Ende wieder, wie zuvor auch, vom vorletzten Zapfen den Gummi zum letzten Zapfen in der Mitte führen. So, nun beginnen wir das Bespannen der Querfäden. Wir nehmen drei orangefarbene Gummiringe und legen sie zur 8, um den zweiten und dritten Zapfen auf der rechten und linken Seite. Dann nehmen wir eine vorbereitete Perle, sichern auf einer Seite die Schlingen und führen auf der anderen Seite die Schlingen rechts und links über den folgenden Zapfen. Dann wieder drei Gummiringe zur 8 legen und über die Zapfen spannen. Dann auf der Perle wieder auf einer Seite sichern und beidseitig die Schlingen über die Zapfen führen. Wieder drei Gummiringe zur 8 legen,
sichern und über den Zapfen legen. Und wieder eine 8. Und wieder sichern. Ein letztes Mal. Wir benötigen also insgesamt 5 von diesen Perlen. Und wir enden, wie wir begonnen haben, mit 3 Gummiringen, die wir zu einer 8 um die letzten Zapfen legen. Wir wenden nun den Loom und beginnen hier in der vorderen Mitte mit dem Abhäkeln der Gummiringe. Ich lege zunächst 2 Gummiringe zweimal um den Haken. Dann habe ich hier den Ring, der nach rechts führt, den fasse ich. Und führe diese beiden Ringe um den Haken und auch über den Zapfen. Und diese beiden Schlaufen stecke ich dann rechts auf den rechten Zapfen. Dann fasse ich hier die untersten 2 schwarzen Ringe, ziehe sie nach oben. Über den Zapfen weg auf den nächsten. Dort wieder den untersten erfassen und auf den nächsten ziehen. Stets die untersten 2. Also diese unteren 2 nach oben ziehen und auf den nächsten Zapfen. Wieder die untersten 2 immer etwas darauf achten, dass ich die Gummiringe auf der linken Seite gerade bei den Perlen nicht lösen, weil wir doch recht fest an diesen Ringen ziehen.
Und ein letztes Mal und hier rüberziehen. Dann beginnen wir wieder von vorn. Fassen jetzt hier die unteren zwei schwarzen Gummiringe. Ziehen Sie durch die vier darüber und führen Sie nach links. Und dann geht es auf die gleiche Weise wie auf der rechten Seite weiter. Man nimmt jeweils die unteren zwei Gummiringe und führt sie durch die restlichen Gummiringe durch auf den folgenden Zapfen. Und nun sind wir auch hier am Ende angelangt. Führen hier den Gummi rüber. Nun bereite ich zwei schwarze Gummiringe vor. Steche mit dem Haken von oben nach unten. Leicht schräg durch, fasse die zwei Gummiringe und ziehe sie durch und lege sie auf den Haken. Das Ganze mache ich insgesamt dreimal, weil ich jetzt hier mein Armband etwas verlängere, damit es gut also zum Armumfang passt. Also hier wird das Armband variabel. Da kann jeder dann so viele Glieder quasi, Gummiglieder einsetzen, wie er möchte. Am Ende führe ich diese linken zwei durch die rechten zwei. Und hänge dann hier so eine Verschlussöse ein. Danach löse ich das Gummiband vom Rainbow Loom. Durch diese letzte Schlinge ziehe ich auch wieder zwei schwarze Ringe und die linken zwei durch die rechten zwei und hier bringe ich dann die andere Seite vom Verschlusshaken an. Fertig ist mein Armband. Ich wünsche euch viel Spaß damit.